Seitdem die Betasonne zerstört wurde, bricht meine Erinnerung auseinander. Ich war für zu lange Zeit auf der anderen Seite. Jetzt zerfrisst es meinen Verstand. Löscht alles aus, was noch da ist. Meine Erinnerungen sind ganz durcheinander. Sie lösen sich langsam auf. Verschwinden wie ein Traum nach dem Mein Gefühl für die Zeit verschwimmt. Ich kann nicht mehr sagen, was vorher passiert ist oder danach. Das alles spielt sich in meiner Erinnerung zur selben Zeit ab. Das ist wie in einer Endlosschleife. Sie läuft immer und immer wieder. Ein Chaos aus Eindrücken, ganz ohne Ordnung. Also schreibe ich Tag und Nacht seit Wochen. Versuche, mein ganzes Leben zu Papier zu bringen. Wenn ich alles vergesse, sind diese Blätter hier meine Erinnerung. 3 Monate nach dem Vorfall dauert die Untersuchung weiter an. Man forscht noch immer nach der Ursache für den Unfall mit insgesamt 283 Opfern auf einer Pentagon-Militärbasis. Regierungsvertreter bestätigen, dass alle Behörden hierbei Hand in Hand mit den Ermittlern arbeiten, zur Aufklärung dieser erschütternden Tragödie. Im Moment lässt mich die CIA in Frieden. Ich vermute, sie machen sich gerade mehr Gedanken um meinen neuen Kondensator als um mich. Ich weiß, sie werden immer weiter experimentieren. Jetzt, wo sie die andere Seite kennen. Ehrlich gesagt, ist mir völlig egal. Jetzt baue ich mein Leben auf. Mein Leben ohne Aiden. Schon solange ich am Leben bin, wollte ich immer ein Leben ohne ihn. In Freiheit, ohne dass er ständig da ist an meiner Seite. Ich hab, was ich wollte. Und ich war noch nie so unglücklich in meinem Leben. Schon fast als hätte man etwas von mir amputiert. Ich weine andauernd. Ich weiß, das ist dämlich. Shit. Ich vermisse ihn furchtbar. Ist das Aiden? Nee. Für die Mutter wahrscheinlich, ne? Hm. Nee, für Cole. Ach, für den Cole. Mhm. Diese Ohnmacht. Monate zogen nur an mir vorbei. Dann wachte ich auf. Ich wusste, es war Zeit. Zeit, um neu anzufangen. Mein neues Leben. Wer ist denn jetzt Zoe? Zoe ist doch. Warte mal, Jay ist der Indianer, oder? Wer ist der Indianer? Okay, wir nehmen Jay. Es war offensichtlich. Da hing auch ein Traumfänger. Tief im Herzen, da habe ich es immer gewusst. Ja. Ich brauchte nur die Stille um mich herum. Richtig. Um zu hören, was ich fühle. Das ist der Indianer. Ich sagte Ryan, dass wir keine gemeinsame Zukunft haben. Ja. Wir haben zusammen zu viele schwierige Zeiten erlebt. Dinge, die ich vergessen will. Er sagte, er versteht es. Dass er wartet, solange es nötig ist. Ich weiß, ich hatte Gefühle für ihn, aber sie waren nicht stark genug. Ich
habe alles erledigt, Schatz, bin wieder da. Ja. In coolen Biker-Klamotten. Genau. Hi. Ich lehne mich lasziv gegen diese Maschine. Komm her und küss mich. Guck mal, wie er sich beeilt. Ach, nicht nur im Arm. Und die Pferde rennen gleich weg. Scheiße, jetzt bin ich Single und mein Bruder nicht mehr. Hm. Ich wollte das Mädchen euch doch haben. Eieiei. Hm. Die Stellung ist gut. Aber sehr lieb, den Indianer mag ich. Ich auch. Ich sehe Dinge in der Nacht. Hat die den jetzt geklaut? Ja, anscheinend schon. Furchteinflößende Dinge. Ich sag mir dann, das sind nur Albträume, aber ich weiß, das ist gelogen. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Nein, es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Ich bin schon zweimal gestorben. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Jetzt frage ich mich ernsthaft, wird es noch einen zweiten Tag geben? Next time, I'll kill everyone. My God, I was so afraid I lost you. Ist das die Originalstimme von dir? We'll find down there. How much time do we have after we've activated the self-destruct? We're not coming back. It's Saturday night, and I'm locked up in here! I can't do it, babe. She's more than amazing. I can't do it, babe. She's magnificent. Good. She's getting away! Wir waren ja jetzt die zweite. Wollte ich auch gerade sagen, wer war das denn? Ich wollte mich jetzt eigentlich zurücklehnen, meinen Tee trinken und jetzt diesen schönen Abspann da noch angucken, aber ja. Es könnte vielleicht aber so eine kleine Überleitung sein, dass es doch noch einen zweiten Teil gibt. Also, dass du dann da sein, ja, vielleicht mit zwei Leuten dann auch spielen kannst. Weißt du, so. Also, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mit meiner Theorie, dass es ein außerirdisches Wesen ist, lag ich ja so ganz dezent aber nur daneben. Ich muss aber trotzdem sagen, wie das Ende gelaufen ist und dass ich noch mal wählen durfte, fand ich dann sehr, sehr toll. Also ich nehme alles zurück, was ich gegen die Spielemacher gesagt habe. Ich würde zwar mit denen auch gerne reden, das wäre kein Thema, aber im positiven Sinne, nicht mehr im negativen Sinne. Ja gut, Irrungen und Wirrungen, das kennt man ja, ne? Obwohl es mir lieber gewesen wäre, sie hätte ihn direkt irgendwie so abgewehrt. Wahrscheinlich wäre sie dann da komplett alleine durchgelaufen. Vielleicht auch nicht, vielleicht hätte er trotzdem den Helden gespielt. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
Aber was ich schade fand, ist der Schwarze da, der Cole war ja, das. Der Cole gestorben ist, ja. Ja, dass der gestorben ist. Das fand ich echt schade. Ich hätte jetzt gedacht, naja. Aber gut, es waren dann alle Wissenschaftler weg. Er hat scheinbar auch keine Familie, weil er irgendwie immer nur im Labor war. Ja. Das ist wahrscheinlich so eher die Figur, die man dann als erstes rausnimmt. Hört sich jetzt doof an, aber ist ja meistens so. Ende kam jetzt für mich persönlich sehr überraschend. Also beide, das mit dem Wählen nochmal, wo ich sehr, sehr happy drüber bin im Übrigen. Genauso wie auch, dass es der Bruder war. Also ich der hätte es wahrscheinlich auch nicht mitgerechnet, ne? Nee, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich dachte wirklich, es wäre auch so ein Wesen irgendwie gewesen, oder? Ja, weil die haben das so ein bisschen so dargestellt, so bei der Geburt. Und sie haben ja gesagt, wir haben ihr erzählt, es war eine Totgeburt. Da haben die ja nicht von dem Bruder, auch. Also haben sie wahrscheinlich jetzt rückwirkend von dem Bruder gesprochen. Nee, genau, ja. Aber es klang halt so, ja, wir haben ihr erzählt, das Baby ist tot, ne? Und ich meine, die Mutter hätte doch auch sowas gesagt, dass sie gedacht hat, dass sie tot war oder so. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Nee. Die Mutter wusste von vornherein, also dass es Zwillinge waren wohl. Also das wusste sie wohl. Aber sie wollte ja auch den Sohn noch sehen und so weiter. Aber die Tochter, die haben... Und sie wusste auch, dass es eine Tochter gibt. Am Ende. Aber ich meine jetzt da, wo die so hypnotisiert war, also so neben sich stand wegen den Drogen da. Ich meine, da hätte die irgendwas gesagt von wegen, sie haben mir erzählt, du bist tot oder so. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Vielleicht fantasiere ich das jetzt auch nur noch hinein. Aber war schon doch für mich irgendwo eine krasse Wendung. Was ich allerdings nicht verstanden habe, wieso war der denn immer so eifersüchtig auf die Männer? Ich meine, gut, wenn er gespürt hat, ist es nicht der Richtige, okay? Ach so, das ist die mit dem Baby gewesen. Die obdachlos war. Jetzt weiß ich wieder, wer das war. Ja, soll ich mit der zusammenkommen können oder was? Wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen. Ich habe meine Gefühle immer unterdrückt. Ich habe sämtliche Männer geküsst, sobald ich konnte. Aber ich bin lesbisch. Ich wusste es nur noch nicht. Deswegen habe ich zwischendurch die kurzen Haare gehabt. Ich habe es in dem Moment gemerkt, als ich das Baby aus hier rausgeholt habe. Da habe ich tief in mir drin gefühlt. Du bist lesbisch. Ja, oder wie soll sie sich das erklären? Das wäre jetzt irgendwie unlogisch gewesen, oder? Da war der Spacken ja noch drin, der Indianer. Und wer war der Vierte nochmal? Ja, allein. Das Vierte. Ach so, allein. Genau, allein, genau. Ja, ich wäre auch gerne allein. Allein bleibt. Aber das mit dem Indianer, das fand ich jetzt ein ganz, ganz geiles Ende. Schönes Ende, ja. Wer mit mir mitgefiebert hat und vielleicht gedacht hat, scheiße, jetzt hat sie doch einen Fehler gemacht, der darf sich jetzt auch freuen. Ja. Viel mehr will ich eigentlich nicht mehr dazu sagen, außer wirklich geile Grafik. Ich hoffe, es kommt auch so rüber im Video, weil YouTube verschleppt da ja gerne mal so ein bisschen Qualität von den Videos. Was heißt ein bisschen? Eigentlich schon sehr viel, habe ich festgestellt. Obwohl es mit 2K ist das, glaube ich, was ich hochlade, ne? Obwohl es mit 2K hochgeladen wird, sieht es aber trotzdem teilweise nicht so danach aus, finde ich. Aber wirklich Hammer-Grafik, kann ich nur sagen. Geiles Spielefeeling, gerade wenn man natürlich nicht weiß, was einen da erwartet oder so, finde ich es ein Hammerspiel. Und ich würde mich wirklich wahnsinnig darüber freuen, noch einen zweiten Teil zu bekommen. Also liebe Spielermacher, ihr werdet wahrscheinlich nie dieses Video sehen, aber trotzdem, bitte macht noch einen zweiten Teil. Ich würde ihn kaufen, sofort. Ja. Aber nur auf dem PC. Nee, das war gut. Das war wirklich, hat wirklich riesen Spaß gemacht. Und auch die ganze Story, das hat dich irgendwie so gefangen auch irgendwie, dass du immer auch wissen wolltest, wie geht's jetzt weiter und was passiert noch und so weiter. Ne? Und dann diese Auflösung auch am Ende, das war schon echt gut, ich sagen. Für Maria und Mercedes, wahrscheinlich zwei Mädchen, denke ich mal. Oh, ja genau, wir müssen den Epilog ja noch mal schnell durch. Oh, du hast noch drei Errungenschaften. 14% nur haben Jay gewählt. Leute, der Kerl hat Herz, der scheint intelligent zu sein. Gut, so lange waren wir jetzt nicht bei ihm, aber trotzdem, ich meine, ihr habt euch doch jetzt nicht alle für diesen Spacken da entschieden, oder? Ich meine, bitte, ich fall vom Glauben ab. Anfangs war es ja okay. Ich will ja auch nicht wissen, wie viele sich dann nachher für die Zoe vielleicht entschieden haben. Einfach nur mal aus Spaß oder so, weiß man ja nicht, ne? Oder einfach gedacht haben, wer ist denn Zoe, drücke ich mal drauf. Guck mal, ob es eine Statistik gibt vor dem Spiel. Irgendwo, wie viel Prozent was ja, das ist, haben. Nee, 14% sind alle Spieler. Das ist wie bei... Ja. Ja, aber wenn wir jetzt wissen, wie viel Zoe genommen haben, dann müsstest du jetzt irgendwo im Internet gucken, vielleicht, ja gut, 30% haben Zoe genommen. Da musst du den Epilog, glaube ich, nochmal neu spielen und dann die Entscheidung ändern und dann siehst du die anderen Prozente. Also wie viele die genommen haben, die du dann gewählt hast. Aber es gibt 5 verschiedene Wege, was mich etwas irritiert.
Weil du konntest ja nur 4 auswählen. Ja, stimmt. Das irritiert mich jetzt ein wenig. Wer da genaueres weiß, schreibt es bitte in die Kommentare, weil das würde mich jetzt echt mal interessieren. Was da eventuell noch für ein 5. Weg gewählt wird. Ich glaube, ich schaue mir jetzt sämtliche Let's Plays an mit der letzten Folge und guck mal, was die da gewählt haben. Also ja. Das ist echt, das würde mich echt interessieren. Wahrscheinlich ist jetzt die letzte Folge stundenlang geworden, deswegen ein großes Entschuldigung von meiner Seite jetzt. Aber ich war voll fasziniert. Ich habe ganz viel zu sagen über dieses Spiel, was ich mir jetzt alles allerdings spare, um euch da jetzt nicht irgendwie auf die Nerven zu gehen. Und noch irgendwelche letzten Worte? Hättest du was anders gemacht oder so? Außer den Typen nicht geküsst. Aber nein, es zeigt immer wieder, dass du genau die richtige Wahl getroffen hast und zeigt auch eben, wie besonders du bist halt. Deshalb bist du bei den 14%. Das sind eben nicht die Masse. Das ist halt die Klasse, ist halt das Wichtige. Ja, die Masse hat sich jetzt gedacht, boah, der hat viel Geld, der ist gerade rausgeworfen worden, aber hat eine dicke Abfindung bekommen. Genau. Der hat nur noch ein Auge. Ja gut, vielleicht haben sie bei ihm kein ein Auge, weil sie vorher gesprochen haben, weil sie vorher schon gedacht haben, oh nein, nicht stehen und nicht foltern. Gut, mit dem Auge hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, aber naja. Es kann natürlich auch sein, dass die meisten allein geblieben sind. Das weiß man natürlich nicht. Vielleicht hatten die gesagt, ich habe so die Schnauze jetzt voll von dem ganzen Beziehungskram. Wir machen das auf allein. Nee, ganz ehrlich, ich tippe drauf, dass mindestens 70-80% ihn genommen haben. Ja. Weil ja auch so viele davor sich immer dafür entschieden haben und alles. Aber mich würde echt interessieren, vielleicht ist das auch dieses vorher gestorben oder so, dass es vielleicht dann wegfällt, das weiß ich jetzt nicht. Aber es würde mich echt mal interessieren, was ist der 5. Weg? Ach so, ja, klar, der 5. Weg ist, dass sie vielleicht gestorben sind. Wäre logisch, oder? Hätte sie ja vorher wählen können. Also ja, dann, das ist gar nicht, das, nach dem Motto, beim Bruder. Ja, ja, so beim Bruder geblieben. Ach so, also klar, wenn du, zu den Seelen gegangen wärst, ja klar. Dann wäre der Weg ja dann nicht da gewesen fürs Leben. Guck mal, wie intelligent ich bin. Nein. Nein, aber es fiel mir gerade so ein, weil du hast ja, ich wollte ja gerade noch sagen, das Einzige, was passiert sein könnte, ist, dass du gestorben bist. Aber das kannst du ja nur sein, wenn du dann den Tod gewählt hast in dieser einen Stelle. Aber was mich dann daran wieder stört, hättest du dann den Epilog so erlebt? Ja, vielleicht einen anderen. Es würde mich jetzt reizen, den Epilog noch mal zu spielen. Ah nee, Moment, den Epilog dann nicht, sondern das letzte Kapitel. Dann musst du davor noch mal spielen, komplett. Also ich mach's jetzt nicht, aber es würde mich echt noch mal reizen, einfach nur, um zu wissen, was passiert, wenn ich mich jetzt für den Tod entscheide. Ja. Ich würde es nie machen, niemals, aber was würde dann passieren? Dann wird hier garantiert stehen, Bruder gewählt oder irgendwie sowas, oder Tod gewählt. Aber irgendwie was kommt dann? Dass du dann deine Mutter wieder siehst? Ja, vielleicht ein Epilog mit deiner Mutter und deinem Bruder oder so. Das kann ja sein. Das kann sein, ja. Stimmt. Jetzt wird es mich noch mehr interessieren. Mal gucken, vielleicht kommt auch eine Folge raus, wo wir das probieren. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht aber auch nicht. Mal schauen. Aber es würde mich wirklich interessieren. So, das war jetzt mein Wort zum Sonntag, beziehungsweise zum Freitag. Und ja, ich bedanke mich bei allen, die bis zum Ende zugeschaut haben. Wolltest du noch was sagen? Nein, ich bin noch gerade so, also. Ja, und wünsche allen noch ein wunderschönes, langes Leben, so in Bezug auf meinen Epilog jetzt. Und hoffe, dass wir uns im nächsten Video dann wiedersehen. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.